Reden wir über die Situation im Lande in der Ukraine mit Moritz Gartmann. Der in Polen ist direkt hinter der Grenze zur Ukraine, nahe der Stadt Lwiw. Herr Gartmann, was bekommen Sie denn mit von den derzeitigen Angriffen auf die Ukraine? Also ich kann vor allem vom gestrigen Tag sprechen. Man muss schon sagen, für den Westen des Landes, für den Westen der Ukraine war dieser gestrige Tag sehr ungewöhnlich. Ich war in der Großstadt Ivano-Frankivsk. Und dort war der letzte Angriff vor diesem gestrigen Angriff tatsächlich etwa 6 Monate her, also Anfang März. Und eigentlich im Westen des Landes hatten sich viele Menschen inzwischen daran gewöhnt, dass es zwar Luftalarm gibt, aber dass dort eigentlich nichts mehr einschlägt. Und das hat sich natürlich gestern mit den Angriffen im ganzen Land geändert. Das ist im Prinzip auch das Ziel Putins. Er wollte den Ukrainern und dem Westen zeigen, wenn er will, kann er noch immer jeden Punkt in diesem Land treffen. Nun hören wir ja auch, dass die Infrastruktur getroffen wird, dass es Stromausfälle gibt. Was heißt das denn konkret? Also dort in Ivano-Frankivsk gestern gab es nur einen ganz kurzen Stromausfall, aber interessanterweise gibt es dort ein großes Kraftwerk mit 3 Gigawatt, soweit ich weiß, das vor allem in die osteuropäischen Länder liefert, also Rumänien, Ungarn, Slowakei. Und natürlich hat dieser Angriff der Russen damit auch eine europäische, eine EU-Dimension. Denn gestern hat die Ukraine bekannt gegeben, dass sie bis auf Weiteres die Stromexporte in die EU einstellen wird, weil sie einfach aufgrund der Schäden den Strom, den sie jetzt produzieren, selber brauchen. In Ivano-Frankivsk, wie gesagt, gab es gestern keine Stromausfälle, aber zum Beispiel in Lemberg war die Situation doch recht ernst. Abends wurde dann in großen Teilen der Stadt noch immer der Strom ausgeschaltet. Bis zum Abend hatte man dann, späten Abend, hatte man die Stromversorgung wieder hergestellt. Aber heute dann dieser neuerliche Angriff, da schrieb der Bürgermeister dann später, dass 30% der Stadt vorübergehend ohne Strom sind. Geht man in den Osten, zum Beispiel nach Charkiw, diese Städte sind ja schon massiv bombardiert worden über die letzten Monate. Dort ist die Situation natürlich weitaus kritischer, denn der Zustand schon vor diesen jüngsten Angriffen der Infrastruktur ist natürlich weitaus schlechter. Luftabwehrsysteme, die scheinen das Mittel der Stunde zu sein. Sie sind jetzt zugesagt worden, zum Beispiel durch die USA. Wie dringend nötig sind die? Wie viele braucht die Ukraine eigentlich? Können Sie das überblicken? Also man kann sagen, dieser Krieg spielt sich ja an 2 Fronten ab. Zum einen ist da die Front, an der momentan gekämpft wird, im Osten und im Süden, an der die Ukrainer tatsächlich täglich Geländegewinne verzeichnen. Sie sind dort im Vormarsch. Zum anderen gibt es eben diese Front im ganzen Land. Russland attackiert mit Raketen an verschiedenen Orten und man sieht, dass eben an dieser Front die Ukraine tatsächlich noch sehr verletzlich ist, obwohl sie, man muss sagen, gestern die Hälfte der Raketen abgeschossen hat, die von Russland abgeschossen wurden und auch heute wieder einige der Raketen abgefangen hat. Das heißt, im Prinzip sind die Ukrainer da schon recht gut aufgestellt, aber natürlich braucht es da noch mehr. Das Land ist sehr groß, es gibt sehr viele Städte, sehr viele mögliche Ziele der Russen. Dahingehend ist es nur zu begrüßen, dass Deutschland heute das lange versprochene System IRIS-T geliefert hat. Soweit ich weiß, sollen ja noch 2 weitere folgen. Wie gesagt, das ist eine Stelle in diesem Krieg oder ein Teil in diesem Krieg, an dem die Ukraine eben noch sehr verletzlich ist. Und über den Ringtausch werden jetzt ja auch Leo-2-Panzer geliefert werden an die Ukraine. Auch das ein weiterer Schritt. Wie groß ist denn die Sorge von einer Eskalation? Es steht ja immer noch die Drohung mit der nuklearen Option seitens Russland im Raum. Wie groß ist die Sorge in der Ukraine? Also die Ukrainer sehen das realistisch. Es wird nicht ausgeschlossen, dass so etwas passieren kann. Dazu anekdotisch, ich war heute bei einer Versammlung des Bürgermeisters von Ivano-Frankivsk mit seinen Bediensteten heute Morgen. Und diese Versammlung begann mit einem Vortrag des Beauftragten für Sicherheit, der dort erklärte, wie man sich im Fall eines Atomschlags verhalten soll, Jodtabletten und so weiter. Allerdings wurde da auch gleichzeitig etwas gewitzt.
in diesem Vortrag. Also die Ukrainer sehen es realistisch, aber es gibt andererseits auch keine Panik. Das kann man vielleicht allgemein noch mal wiederholen, im Unterschied zum Frühjahr, als dieser Krieg begann, als Russland schon einmal, so wie gestern, das ganze Land mit Raketen angegriffen hat, gibt es jetzt keine Panik. Es gibt keine Massenflucht. Ich war heute auch an der Grenze. Dort ist der Strom eigentlich relativ normal. Natürlich gibt es Städte, die sehr nah an der Front sind, so wie Saporizhia. Saporizhia wird täglich oder jede Nacht angegriffen. Es könnte sein, dass von da sich noch mal mehr Menschen auf den Weg Richtung Westen machen. Aber insgesamt ist es eine ganz andere Situation als die, die wir im Februar und März gesehen haben in diesem Land. Moritz Gerdmann, herzlichen Dank für die direkten Eindrücke jetzt von der anderen Seite der Grenze aus Polen. Herzlichen Dank. Sehr gerne.